Oh yeah, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay von Saints Row 4. Verpiss dich, Mann. So, ich habe eine Aufgabe, und zwar soll ich aktuell ein Auto entführen. Also machen wir das mal. Ist auch nur eine Nebenaufgabe, also keine Angst vor Spoilern oder so. Ah, da komme ich so nicht rüber. Da muss ich nochmal neu Anlauf nehmen. Könnte ich ja eigentlich gerade die Datensammlung da oben mitnehmen, ne? Ich habe gerade eh eigentlich genügend Datensammlung. Da ich gerade noch so einen Turm eingenommen habe. So, ne, Moment, gehen wir runter auf die Straße. Ich kann ja gerade mal schauen. Kräfte. Supersprung. Da habe ich eh schon fast alles. So, mach ich mal das hier. Verbrauche ich ein bisschen weniger Ausdauer, während ich im Gleitflug bin. Sprung, Luftsturm 2. Kann ich mir nicht leisten. Fehlen mir noch 2 für. So, und App. Wie gesagt, ich bin eigentlich kaum noch mit dem Auto unterwegs. Na komm, und App. Nur noch am Fliegen. Also so Luftstrom 2 wäre ganz cool, weil dann könnte ich quasi ein weiteres Mal hier so Schwung nehmen. Das geht ja jetzt nicht. Die 2 Datensammlungen holen wir uns mal schnell. Drüben auf der Kirche noch. Oh, nein, 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 nicht runterfallen. Huch. Ah, komm. Komm. Ah. So, dann kann ich das gerade upgraden. Da. Okay, sehr schön. So, und jetzt können wir nämlich zack und zack. Klau das Fahrzeug. Was soll ich denn überhaupt klauen? Ein Jet! Okay. Wohin? Dahinter. Kann ich mit Fahrzeugen Datensammlungen einnehmen? Komm, flieg mal ein bisschen vor. Oder geht das nicht? Nee, das geht nicht. Okay. Dann fliegen wir mal dahinter. Was haben wir für Waffen? MG und Rockets. Okay. Ja, irgendwie jetzt nicht so spektakulär. Können wir da eine Barrel Roll machen, wie in Saints Row 3 auch? Die Freiheitsstatue! Was soll ich denn damit hin? Da runter. Sollen jetzt hier noch eine Punktlandung probieren oder was? Da bin ich ja extrem gut drin und so. Und sowas. Na, ging eigentlich. Virus eingesammelt. Na, da gab es 2000 Öcken für. Ziel erreicht. Entführe das Auto mit den Daten. Ja, habe ich scheinbar gemacht. Was haben wir? Nächster Auftrag. Mach hier momentan die Nebenmission Anordnung des Präsidenten, weil es gibt als Belohnung unbegrenzte Sprinten. Das hier habe ich bisher schon gemacht oben. Und dann würde ich sagen, stören wir mal das System. Wo soll ich hin? Der hat 2000 Meter. You have to be clear, concise and make sure it's big. Just like leveling a city block. Ja, die Statue kennt man auch noch aus Saints Row 3. Da sah die auch noch ein bisschen anders aus. Was ist das denn da? Ach, das ist, glaube ich, so eine Tonaufnahme, ne? So ein Audio-Log. Okay, I'm going to say this again. Why did we work with Matt Miller? Did everyone forget what he did to me back before I joined the Saints? I mean, come on! He set me up to be fired from the FBI and got all my ideas completely discredited just because they think I'm into kink? The truth of that aside, he ruined my life and now he's a good guy? This just isn't fair! Well, Äh.
Ah, da hinten ist so ein Sicherheitsbot gedönsdingens. Wo ist denn der? Da. Ah, fuck, falsche Taste gedrückt. Ja, die Dinger muss man immer einfangen dann. Halt deine Fresse. Ah! Und dann wird der Fahndungsstatus, glaube ich, runtergesetzt. Hier war es jetzt ein bisschen boring, aber ich hatte da schon ordentliche Verfolgungsjagden in der Stadt. So, nichtsdestotrotz, wie komme ich denn jetzt hier am besten weg? Also doch fliegen, oder was? Aber das ist doch extrem weit vom Festland entfernt. Na, schauen wir mal. Na, komme ich ans Land? Fall ich ins Wasser? Ich falle ins Wasser. Na gut, ans Ufer teleportieren. Die 3 Meter sparen wir uns. So, also schon mal mit dem Auto hinfahren? Nee, oder? Auto ist doch langweilig. Ah, komm. Wir können ja Telefon, Fahrzeuglieferung. Was nehme ich denn? Chrome Void? Okay, Screaming Eagle. Destructor Assert. Was ist das alles? Da müsst ihr rechts noch ein Bild davon sehen. Was ist denn der Screaming Eagle? Okay. Ich kann leider nicht rauszoomen. Ist das original im Spiel, dieses Teil hier? Oder ist das auch von dem Commander-in-Chief-Pack? Naja, fliegen wir halt mit unserem Vogel dahin. Sieht cool aus auf jeden Fall. Kannte ich bisher jetzt so noch nicht. Ich entdecke aber auch in jeder Aufnahme irgendwas Neues. Okay. Wow. Nice. An das Ding sollte ich vielleicht nicht fliegen. So, hier unten auf dem Dach. Nee, nicht ganz. Ich will hier irgendwo parken. Ja, drüben ist so eine schöne freie Fläche. Können wir uns das Ding vielleicht auch nochmal genauer angucken. Auf jeden Fall cooles Teil, ey. Stellt euch mal vor, euch fliegt mal sowas hier am Haus vorbei. So, nichtsdestotrotz, wir sollen hier hinter das System stören. Da hat er sogar so Klettermoves drauf. Ich hab gar nicht bemerkt. Was waren das jetzt nochmal? Weiß ich gar nicht, was das für eine Nebenmission ist. Oder ein Minispiel, oder wie man es auch nennen mag. Was soll ich machen? Verursache Schaden. Achso, okay. Ne, so ist ja hoch. Oh, die Autos laden gerade ganz schön spät irgendwie. Okay, die Fahrzeuge geben ganz gut Kohle. Wie viel Zeit habe ich? 2 Minuten. Na, das geht ja. Wo sind denn die Missionsziele? Die sind alle so weit weg. Da ist noch was. Bam! Oh, 177.000. Okay. Oh, jetzt krieg ich hier Schaden reingedrückt. Komm. Whoop, das war in die falsche Richtung gedrückt. Halt. Wo genau? Die Dinger. Okay. Haha,
Silber. Ich weiß nicht, was diese Geschenkpäckchen da sind. Ich könnte es aber nicht einnehmen hier oder so zufällig. Gerade nur nebenbei in der Mission. Nein, anscheinend nicht. So, hier hinten sind noch Missionsziele. Ah, finde ich es spannender, wenn man hier irgendwie mit so einer komischen Überwaffe durch die Gegend läuft. Und quasi zu Fuß Stress macht. Da hinten ist noch was. Aber wir haben eh nur noch 10 Sekunden. Und irgendwie ein bisschen Terror machen. Ah, kein Gold mehr bekommen. Aber solange ich die Combo aufrechterhalte, läuft der Timer nicht ab, oder was? Na, meine Combo. Schade, da ist rum. UFO-Vandalismus. Geschafft. Sehr schön. Ah ja, nur 5000. Das hätte besser laufen können. Aber Level 14. Sehr schön schon. Das Alien-UFO steht dir nun in deiner Gateway-Garage zur Verfügung. Okay, hätten wir das auch. In der Simulation sind nun schwierige bla Vandalismen verfügbar. Keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Aber ist auch egal. Ich möchte jetzt gerade noch was gucken. Habe ich das jetzt endlich mal abgeschlossen? Trifft dich mit Keith auf dem Schiff. Okay, dann werde ich das jetzt noch machen. Erstmal Bargeld abkassieren. Ja, nur 5000 ist jetzt nicht so viel. Aber besser wie nix. Ich habe hier auch neue Upgrades. Gesundheit Upgrade 2. Das kaufe ich mir mal direkt. Gönnt sich ja sonst nichts. Was haben wir noch? Bandenfähigkeiten. Ja, wie ihr seht, das habe ich nicht so wirklich hier irgendwas gemacht. Hm. Und Kampf Mund für die MP. 50% mehr Mund tragen. Das klingt doch auch gut. Ich benutze die MP ja relativ häufig. Die müsste ich mal weiter upgraden eigentlich. So, gut, dann, hoppsa, schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Ich will mir nämlich... Da. Gibt's hier sonst keins? Gibt's nur das Gateway da oben? Also, beziehungsweise Portal. Ja, scheinbar. Dann werden wir jetzt nochmal schnell zum Portal gehen. Ich wüsste, wo es wäre. Da kriegst du jetzt angezeigt. Triff dich mit Kies auf dem Schiff. Achso, jetzt krieg ich eh. Dings. Den Wegmarker. Oh, hoppsa. Da wollte ich ja jetzt vorhin mal Auto fahren. Und dann krieg ich den komischen Adler da. Obwohl der auch cool war. War auf jeden Fall mal nett zu sehen. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Und jetzt wieder so ein bisschen. 600 Meter. Echt easy mit den Superkräften. Oh, zack. So, da ist das Portal. Huch. So, nur kurz Musik gemacht. Simulation verlassen. Mach ich mal direkt noch mein Käppchen an. Und da habe ich unbegrenzt Sprinten, Freunde. So, mit wem soll ich reden? Mit Keith. Ah, wenn ich jetzt noch... Achso, ich krieg's ja angezeigt, wo er sich befindet. Und komm, bevor wir zu Keith gehen, würde ich sagen... Gehen wir nochmal kurz runter zu Kinsey. Die sitzt ja hier in ihrem Sessel. Und besorgen es ihr nochmal kurz. Muss ja auch mal sein.
weiß nicht, warum sie uns jedes Mal die Fresse haut vorher. Da, 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 da. So, sehr schön. Nochmal. Ach. Frauen, Boxer, kann ich dagegen hauen? Ne, kann hier nicht hauen. Achso, es gibt sogar Text-Adventure, die man hier einsammeln kann. Die kann man dann hier an so einem Computer. Kann man das dann machen? Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Text-Adventure gefunden habe. Ne, noch nicht. Schade. Würde mich ja mal interessieren, was man dann so macht. Ob das dann wirklich so typisch Text-Adventure ist oder. Keine Ahnung, wie das dann so geregelt ist hier. So, Keith. Ja, mit dem will ich nicht flirten. Na komm, weil für die Videoaufnahme. I know you want to, but I don't. Okay. We've had enough of yet shit. Do this, and you can set your own terms in this fight. I need every advantage I can get. Unbegrenztes Sprinten, oh yeah. Jetzt brauche ich erst recht kein Auto mehr. Sehr schön. Wahrscheinlich kann man mit ihm flirten, wenn man eine Frau spielt oder so. So, ja, hier drin ist unbegrenzt Sprinten relativ langweilig, aber in der Simulation sehr, sehr praktisch. Ja, ich habe ja nur das Gateway, von daher müssen wir da schon raus dann. Aber scheinbar gibt es insgesamt nur zwei Stück. Ich zocke jetzt hier schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe schon knapp 5 oder 6 Stunden Spielzeit. Ich habe kaum was von der Hauptmission gemacht. Ich bin die ganze Zeit Datensammlungen und irgendeinen anderen Bullshit am machen und Nebenaufgaben. So, und ja jetzt? Stimmt, ich verbrauche keine Energy mehr. Bam, Junge! Oder Frau. So, und ihr macht direkt mal eine Party oder was? Ich finde übrigens cool, wie die tanzen. Na, die Frau da nicht so. Der Typ da hinten geht ganz gut ab. Und dann so. Alle hören auf. So. Ja, würde ich sagen, Freunde, war es das mit diesem Gameplay-Part mal wieder. Mal schauen, ob ich noch mal einen mache. Falls ihr noch was sehen wollt oder so, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Ich habe mir heute noch, habe ich gerade hier vorgezockt, Castlevania irgendwas Gedöns Ultimate Edition. Ist ja schon vor 3 Jahren oder so für die Konsole rausgekommen, kam aber jetzt ja vor kurzem die Umsetzung für den PC. Kostet auf Steam 25 €, glaube ich. Sind beide DLCs mit drin und extrem gut. Also ich habe das eben schon mal angezockt, wirklich extrem geiles Game. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht davon mal ein Gameplay-Video sehen möchtet. So, und dann gibt es hier Hacken zusätzliche Zeit, falls man ein Geschäft oder so hacken. Und hier gibt es erhöhten Blastschaden. Trifft dich mit Kenzie auf dem Schiff. Naja, das werde ich dann alles so noch für mich machen. Und damit würde ich sagen, Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich über eine Bewertung, Kommentare, Däumchen und so freuen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann, ciao, ciao.